kurz hier abreißen. Und hier dann wieder abreißen. Dann mache ich mir das Handtüten. Hallo, liebe Zuschauer und andere Menschen im Internet. Es geht weiter. Wir brauchen jetzt endlich mal Holzbretter. Nachdem wir das letzte Mal noch ein bisschen Maitöter gejagt haben, Aufgaben abgegeben haben, möchte ich jetzt gerne mal noch unter anderem für Pfadzusätze das anpinnen. Ich muss Schilder bauen, Schilder brauchen Bretter und ich muss auch Holzbretter abliefern. Ich muss auch hier Holzbretter abliefern. Und ja, ich muss auch noch Crafty Sparks und dafür mache ich auch Holzbretter. Also, was müssen wir tun? Holzbretter. Genau. Und dazu habe ich jetzt mal beschlossen, das hier zu betreiben und da diese Forstmaschine zu nutzen. Das heißt, ich werde hier gleich mal einfach zwei Sparks reinsetzen. Wenn es euch übrigens gefällt, was ich mache, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal. Schaut auch gerne in die Playlist hierzu rein oder in die anderen Videos. Ich spiele nicht nur Odd Sparks. Demnächst kommt auch Satisfactory wahrscheinlich. Und wenn ihr Tipps habt, Tipps braucht oder einfach nur kommentieren wollt, was ihr von dem Spiel haltet, zum Beispiel, dass die Sparks hier mit ihrem Gesicht rumrollen, damit sie das machen, anstatt andersrum, lasst es mich gerne wissen. So, jetzt mal kurz noch ein bisschen aufräumen hier drumherum. Drei war's. Gut. Und hier räumen wir auch mal auf. Die Büsche machen wir auch mal weg. So, ich glaube, die hier können wir nicht wegmachen. Nee, das ist eben zu hart. Diesen Sparks zu hart ist es denen. Gut, dann will ich jetzt mal aber trotzdem auch mal anschauen. Die Produktionsrate hier ist 60 pro Minute, schaffen die. So, dann bauen wir doch mal ein Sägewerk. Das ist kein Sägewerk, Iridas. Das ist wieder, wenn du von Iridas bist. So, dann bauen wir hier mal ein Sägewerk hin. Warum baue ich das hier so hin? Einfach um zu sehen, wenn ich hier meine Sparks reinmache. Was passiert dann? Dann sagt es mir noch immer nicht, wie viel. Okay, interessant. Wenn ich hier Holz reinmache, sagt er mir dann, wie schnell er ist. Ah, 7,5 pro Minute. Heißt, er braucht hier 15 pro Minute. Das heißt, theoretisch kann so ein Ding hier 4 von denen hier versorgen. Gut. Also dann bauen wir einfach mal 2 davon hier hin. Erstmal. Ja, deshalb ist es sinnvoll, das schon mal abbauen zu lassen. Bauen mal 2 davon hier hin. Versorgen den auch die hier auch gleich mit mehr Sparks. So. Und dann gehen wir mal zum Pfadbauer. Warte mal. Jetzt nerven mich die Sparks aber ein bisschen. Ich nehme die mal wieder rein. So. Genau, weil jetzt gehe ich in den Pfadbaumodus und baue dann. Hallo, Pfadbaumodus. So. Und eines geht hier gerade rein und eines geht hier rüber. Und dann gehe ich wieder in den Gebäudebaumodus. Das ist auch noch ein bisschen mühsam, finde ich. Und dann kann ich jetzt hier, was können die? Dieser Pfadzusatz aktiv ist, wird eine Wegkreuzung platziert, während die Sparks nur gerade auslaufen, sodass die zwei Wege kreuzen können. Nett. Und dann drehen wir das doch hier so, bei Splitter. Wenn dieser Pfadzusatz auf deine Wegkreuzung platziert, werden die Sparks sich zwischen den verfügbaren Pfaden abwechseln. Das sieht nämlich gut aus. So. Und dann brauche ich wieder mal Tastatur, Iridas, Serveridas. Hier, dann werfen wir doch mal hier 1, 2, 3, 4 drauf und schauen mal, wie das funktioniert. Aber bitte wieder die restlichen Sparks weg. Genau, der erste geht dahin, der andere geht dahin. Und damit teilen die sich schön gleichmäßig auf. Sehr cool. Gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Dass sie das so tun.
Ja. Damit ist es nämlich gleich ein bisschen effizienter und die zwei werden ja gleichmäßig beliefert. So, und dann wollten wir aber am Holzbrett herstellen. Das heißt, ich baue hier nochmal einfach ein zweites Sägewerk hin. Machen wir das mal hier ein bisschen mehr. Abstand schadet nie bei so Spielen. Ja. Muss man wieder Holz holen. Gut, dass das Holz ja eine Überproduktion hat. Weil dann bauen wir hier nämlich nochmal. Na, machen wir den. Wo blockiert's? Ah. Okay, ich brauche heute ein paar Sparks, um mal wieder freizuräumen. Genau, sammelt auch gleich all meine Sparks. Und jetzt habe ich aber hoffentlich genug, um nochmal. Es ist hier Platz frei. So, stellen wir das mal so hin. Ah! Bauen Tee. Ich wollte doch eins. Ah, eins weiter. Nee, das ist ja doof. Okay. Dann bauen wir. Dann will ich erst mal kurz schauen. Wie ist denn der Herstellrhythmus hier? Mal ein Holz. Nee, ich will kein Kantholz herstellen. Ich will Holzbrett herstellen. So. 15 pro Minute schafft und er braucht zwei. Also zwei von denen müssten eigentlich eins in diesem hier versorgen können. Gut, dann bauen, Wegbaumodus. Machen wir das doch hier. So. Und so. Und steigern auch mal gleich noch die Effizienz, indem wir hier wieder sowas hier bauen. Versteht? Dann holen wir wieder Sparks und legen mal zwei Sparks auf diesen Weg. Das sollte eigentlich gut sein. Kann ich eigentlich die Sparks auf den Weg zurückrufen mit dem Rückrufbefehl hier? Nee, ich kann sie auf den Sparbefehl setzen, aber da gab es diesen Rückrufbefehl. Das war F. Nee, damit konnte ich die Sparks. Wie habe ich das letztes Mal gemacht? Dass ich die Sparks zurückgeworfen habe. Das war doch irgendwie so. Naja, egal. So, und jetzt wird hier zumindest bei denen hier mit maximaler Effizienz dieses Holz hier gebaut. Und jetzt kriege ich hier Bretter. Und ich neige dazu, hier noch eine zweite Produktionslinie hinzusetzen. Einfach eins weiter oben. Das scheint, das ist vielleicht sinnvoll. Aber die hier sind nicht schnell genug. Wir brauchen hier mehr Sparks, glaube ich. Lass uns hier nochmal zwei Sparks auf den Pfad setzen. Eins, zwei. Kann ich die Sparks irgendwie zurückrufen? Wenn ihr das wisst, schreibt es gerne in den Chat. Ohne Kommentare. Bisher konnte ich es irgendwie nur, indem ich hier den Weg hier gelöscht habe. Das habe ich bisher herausgefunden. So, jetzt machen wir hier nochmal. Bauen. Ja. Das ist ja die falsche Maschine. So, dann bauen wir hier zwei Maschinen hin. Eins, zwei. Hey! Ach ja, ganz vergessen. Okay, wir können die trotzdem schon mal die Wege dafür bauen. Bauen wir hier einen Weg hier rüber. Und dann ein zweiter hierher kommt, können wir das schon vorbereiten. Dann machen wir hier wieder diesen Splitter. Diesmal so. Und hier kommt auch ein Splitter hin. So. Und natürlich müssen wir auch die Arbeitsplätze mit Starks ausstatten. Nehmen hier nochmal 16. Gut. Können wir hier nochmal ein zweites Sägewerk hinbauen. Und mit zwei Sparks ausstatten. Eins, zwei. Dann bauen wir hier nochmal eine zweite Maschine. Nochmal ein Sägewerk, bitte.
Ja, da fehlen mir die Rohstoffe. Sind schon genügend? Ja, sind schon genügend. Das kommt dann hier hin. Das kommt so hin. Dann wieder Wegebaumodus. Wieder den hier. Zack. Wieder zwei Sparks rein. Ah, das ist doch schon ein ganz schöner Sparkeeper-Brauch. Und dann werfen wir hier auch wieder hier Sparks drauf, hätte ich gesagt. Aber ich glaube, hier reichen noch zwei. Die hier steigern irgendwie nicht die Effizienz maßgeblich. Ah, und ich sollte auch mal kurz, da bauen wir hier nochmal Weg hier runter. Jetzt mache ich das Motiv einmal hier rüber. Und dann bauen wir hier einfach mal gleich mal ein paar mehr Holzfässer an, die natürlich auch wieder Holz brauchen. So. Eins, zwei, drei, vier. Und dann werden hier natürlich auch wieder. Aber das ist doof, weil dann kann ich auch wieder hier nicht splitten. Ich muss es irgendwie anders machen. Kurz hier abreißen. Und hier dann wieder abreißen. Wie mache ich denn das an Dürften? Ich habe eine Idee. So. Dann machen wir das hier hin. Und der zweite Weg geht dann hier rüber zu dem. Dann können wir hier nämlich hier die Holzfässer hinbauen. Ich habe ja gerade was gesehen, das muss ich mir gleich mal anschauen. So. Und dann kommt hier noch das hier hin. Diesmal so. Das einmal von da und von da abholen. Dann haben wir nochmal ein paar Sparks in die aktiven Leiste. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So sieht das schöne aus. Jetzt werden die Holzbretter hier oben abgeholt. Warum wird hier nicht. Warum produzieren die hier nichts? Weil ich auch das Holzbrett auswählen muss, damit das funktioniert. Wir lernen hier mal kurz die Kanthölzer. Die Holzbretter lernen wir. So. Ja, und jetzt sind, glaube ich, ein bisschen zu wenige Sparks hier. Die schaffen es nicht, alle zu versorgen. Dann lass uns einfach nochmal vier Sparks hier drauf werfen. Das nehmen wir auch mit. Vielleicht sogar ein bisschen. Lass uns nochmal vier Sparks hier drauf werfen. Drei, vier. So. Jetzt sind hier ziemlich viele Sparkies unterwegs. Die lagern hier brav die Holzbretter ein, die nehmen hier brav die Holzplatten raus. Dann haben wir mehr Latten. So. Können hier gleich mal ein bisschen erbeuteten Äther reinmachen. Weil die hier produzieren mal wieder gar nichts. Ja. Ja, das hier muss ich auch mal bei Gelegenheit optimieren, diese Produktion. Weil die ist auch noch nicht auf ganz effizient. Genau. Jetzt habe ich mich selber verwirrt. Transportiere Holzbrett. Schilder wollte ich noch bauen. Ja, genau, dann lass uns doch mal. Nein, Schilder wollte ich nicht, sondern Schilder sollte ich bauen. Lässt sich hier ein Schild bauen? Guck mal, hier einfach das Schild daneben machen. Was macht das? Da kann ich wieder einen Gegenstand reinmachen. Dann steht der Gegenstand hier drauf. Ich soll ein paar frische Sparkies holen. Genau, und was bedeutet das? Ah, dann ist das auf der Karte. Ah, da kann ich so Gebiete markieren wie, hey, hier bekomme ich diese Art von Sparks und hey, hier bekomme ich diese Art von Sparks. Ah, dann lass uns doch mal einfach mal wirklich taktisch klug einsetzen. Das Schild.
Und nicht so sinnlos wie gerade eben. Ich meinte hier, das hier ist der Crafty Spark Shrine. Gehen wir mal zum Crafty Spark Shrine und machen da einen Crafty Spark. Das sollte jetzt nämlich funktionieren. Wie viele Sparks habe ich dabei? Ich meine, die waren ziemlich teuer. Lass uns erstmal noch zurückgehen und mal die restlichen Sparks hier mitnehmen. Sparky, es kommt zum Iridas. Lass die nicht auf Dauer sein, ein Verwiridas. So. Hier. Das waren viele. Das sollte ausreichen. Wie viele Bretter habe ich? Auch einige. Das sollte auch nur Zettel ausreichen. Nehmen trotzdem mit. Warum werden hier keine Bretter produziert? Hallo? Sparks? Die haben sich wohl verbuggt. Es waren wohl zu viele. So, kann ich die irgendwie? Rechtsklick. Mit Rechtsklick kann ich sie abberufen. Mit Rechtsklick kann ich sie abrufen. 13. Das ist natürlich eine echt coole Zahl, weil das ist die absolute Glückszahl. Aber lass uns mal 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Nochmal 3. So, jetzt haben wir hier 10 Sparks drin. Nee, es funktioniert wieder nicht. Funktioniert es nicht, dass ich die hier so, die 2 hier setzen kann? Dann machen wir das anders. Ich glaube, ich habe das Problem gesehen. Alle Sparks zurück, bitte. Alle Sparks zum Iridas. Nee. Doch, das funktioniert doch. Zack. Wahrscheinlich, wenn da mehrere drauf sind, funktioniert das irgendwie nicht. Ich glaube, das muss ich hier. Lassen wir das mal so. Werfen wir noch mal ein paar Sparks hier kurz drauf, so 3 Stück. Vielleicht ist das Problem dann ein bisschen klar. Ist das Problem dann nicht mehr vorhanden, weil sie sich nicht so sehr blockieren können gegenseitig. Die blockieren sich doof. Wenn es zu viele sind, dann muss genügend Laufraum sein. Jetzt tun wir hier kurz mal noch uns die Sparks als Assistenten dazu holen. 20 kleine sparkige Assistenten. Und dann geht es ab zum Crafty Spark Shrine. Crafty Spark Shrine, wo bist du? Wo bin ich? Ich bin schon recht nah an dem Crafty Spark Shrine. Da ist der Crafty Spark Shrine und da bauen wir jetzt ein Schild hin, damit wir auch sehen, dass da ein Crafty Spark Shrine ist. So, drehen. Dann müssen wir mal einen Crafty Spark produzieren. Da tun wir gleich mal 2. Dann tun wir hier die maximale Anzahl von Sparks rein und die maximale Anzahl von Brettern. Und dann werden hier Crafty Sparks produziert. Und sie rollen mit ihren Gesichtern auf den Schaltern. Kleine Masochisten sind das doch. So, die Aufnahme beendet. Hallo. Hey du, Internetmensch. Danke fürs Zusehen und wenn dir mein Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da und abonniere meinen Kanal. Willst du mehr Videos von OddSparks sehen? Schau doch in die Playlist. Es gibt auch noch andere Videos in meinem Kanal, die du dir gerne anschauen kannst, oder du folgst mir auf Twitch. Dort kannst du mir live zusehen.